Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Handelssession. Ja, wie immer hier mit OptionWeb, die Desktop-Version, die Software, was man sich herunterladen kann von OptionWeb und auf seinem Rechner installiert. Da gehe ich auf die 60 Sekunden, dann hier auch die 60 Sekunden und hier kannst du deinen Betrag auswählen. Ich bleibe allerdings bei den 5 Euro. Und noch wichtig hier den Candlestick-Chart, den aktiviere ich mir noch. Und dann benötige ich noch ein Tool und da habe ich hier mein Short Peaks Template, wie ich es nenne. Euro, US-Dollar, die letzte Meldung, da sehe ich gleich einmal nach. Okay, komme ich zu spät. Für mich wichtig sind Symbole wie diese hier oder auch die oder hier dieses Sternensymbol oder die Sonne. Und ganz wichtig noch, dass die Kerze, egal ob jetzt hier unten oder hier oben, das Bollinger Band durchbrochen hat, aus dem Band herausgegangen ist und dann so ein Symbol aufwirft. Das sind die ersten Anzeichen oder für mich Indikatoren, dass ich sage, okay, jetzt wird es interessant, jetzt gehe ich in den Trade. Gut, US-Dollar, Schweizer Franken. Hier bin ich jetzt schneller. Und da werde ich auch reingehen. Ich gehe zum Broker, OptionWeb, hole mir hier US-Dollar, Schweizer Franken rein. 60 Sekunden, alles eingestellt. Komm schon. Und warte noch ein wenig. Okay, grüne Kerze ist schon da. Dann versuche ich hier noch einzusteigen. Und setze hier eine kleine Serie. Und eine noch. Okay. Gut, hier unten 15 Sekunden ab jetzt. Dann kommt der erste Trade rein. Fünf Sekunden. Und der erste wird jetzt überprüft. Und ist gewonnen. Der erste im Gewinn. Nummer zwei im Gewinn. Der dritte. Auch im Gewinn. Nummer vier im Gewinn. Der fünfte wird überprüft. Auch drinnen, sehr schön. Der sechste hat es auch geschafft. 7 und 8 stehen noch aus, 7 und der 8. müsste es auch noch gepackt haben. Perfekt. 8 Trades, Einsatz, Gewinn 5 Euro und 8,50 zurück. Dann kopiere ich hier das Ganze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der 8. Eine schöne Serie. Dann gehe ich zurück zum Template. Pfund US-Dollar wird mir hier angezeigt. Und da sehe ich gleich einmal nach bei Pfund US-Dollar. Okay. Den bereite ich schon einmal vor hier. Pfund US-Dollar ist hier. Okay, aber da werde ich noch etwas abwarten.
Dieses Template kannst du von mir kostenlos bekommen. Die Bedingungen, die ich daran geknüpft habe, erfährst du auf meiner Website. Den Link zu der Website hast du unten in der Videobeschreibung. Da findest du auch ein kleines kurzes Video, wo ich dir die einzelnen Schritte genau erkläre. Und wenn du dich an die ganzen Schritte hältst, dann bekommst du von mir natürlich dieses Template hier geschenkt. Plus noch ein, zwei Installationsvideos, die dir helfen sollen, das Ganze schnell und einfach zum Laufen zu bringen. Okay, US-Dollar-Yen. Hier das nächste Signal. Okay, da gehe ich zum Broker. US-Dollar-Yen. US-Dollar-Yen, wo bist du? Hier oben. 5 sind eingestellt. Und dann gehe ich auch hinein und versuche mein Glück. Meiner geht noch. Gut. Zehn Sekunden ab jetzt. Fünf Sekunden und ich hoffe, der Kurs entwickelt sich noch etwas nach oben. Der erste ist abgelaufen. Der wird es nicht gepackt haben. Pat sogar, okay, soll mir recht sein. Der zweite, der erste im Verlust. Der zweite im Verlust. Zwei im Verlust bis jetzt. Der erste im Gewinn. Zwei, drei im Gewinn. 3 beide, 3 verloren, 3 gewonnen bis jetzt. 4 verloren und der letzte, zu spät. 5 verloren, 3 gewonnen. Das war Pech jetzt, aber das gehört mit dazu natürlich. 3 im Gewinn, 1, 2 und 3 und jetzt leider 5 Trades im Minus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, aber durch die Serienstrategie eben meinen Gesamtverlust etwas minimiert. Und das ist eben auch die Idee hinter der Serienstrategie. Hinter dem, dass ich hier hingehe und meine Trades aufteile in mehrere kleine Einzeltrades. Okay, US-Dollar, kanadischer Dollar. Dann werde ich hier mein Glück versuchen. US-Dollar, kanadischer Dollar. Und noch einer. Okay, der letzte. 20 Sekunden. Das mit der Serienstrategie funktioniert natürlich auch nicht immer, ganz klar. Wenn die Richtung komplett falsch ist, dann ist sie falsch. Da hilft auch keine Serienstrategie. Aber in den meisten Fällen gehe ich doch oder fahre ich besser eben mit dieser
Art des Einsatzes, dass ich den so aufteile. Okay, der erste ist abgelaufen, ist gewonnen. Der zweite im Gewinn. Der dritte im Gewinn. Vier im Gewinn. Der fünfte. Der sechste. Sieben. Und der achte ist auch drinnen. Sehr schön. Perfekt. 8 Gewinner-Trades. Die notiere ich natürlich hier wieder. 1 bzw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Okay, jeweils 5er Blöcke. 10, 15, 19. Okay, zurück zum Tool. Pfund US-Dollar bekomme ich hier rein. Pfund US-Dollar sehen wir auch gleich nach. Okay, geht nach oben. Aber da warte ich noch etwas. Okay. US-Dollar-Yen. Euro, US-Dollar. Alles ziemlich kleine Kerzen. Der US-Dollar, kanadische Dollar könnte eventuell etwas werden. Wie gesagt, wichtig, dass immer eins von den Bändern durchbrochen wird, entweder das untere oder das obere. Und dann eben ein Symbol kommt. Aber den zieht es auch wieder mehr zum Mittelband. Was natürlich auch normal ist. Okay, hier tut sich auch nicht viel. Hier ziehen sie sich auch wieder zusammen. Bei so etwas auch immer etwas abwarten. Und am besten die Finger davon lassen. Ja, eine Serie wäre nicht noch schlecht jetzt. Natürlich im Gewinn, ganz klar.
Der Pfund US-Dollar. Naja, okay. Aber ist im Band drinnen. Vielleicht der US-Dollar Schweizer Franken. Aber das ging zu schnell. Es wird nicht interessanter. Wenn dann vielleicht hier bei australischen Dollar, US-Dollar, den lege ich einmal hier auf. US-Dollar, Schweizer Franken. Und hier bei Pfund US-Dollar. Pfund US-Dollar, okay. Sehen wir uns einmal hier an. Pfund US-Dollar. Okay. Da werde ich noch etwas warten, beziehungsweise bin ich sowieso zu spät. Aber das Mittelband, das schaut hier noch nach unten. Und da warte ich lieber noch etwas. Okay, jetzt riskiere ich's. Okay, 5 Trades. Müssen es sein? Ja, 5.
5 Sekunden ab jetzt. Dann ist es wieder soweit. Der erste ist abgelaufen, wird überprüft und bestätigt im Gewinn. Der zweite wird überprüft. Im Gewinn Nummer 3. Gewonnen 4. Müsste auch im Gewinn sein. So ist es. Und auch der letzte. Okay, perfekt. Die letzte Serie sozusagen auch wieder im Gewinn abgeschlossen. Gut, dann 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann zählen wir wieder zusammen. Eine Linie. Umsatz. Doppelpunkt. Einsatz. Und natürlich Gewinn. Gut, Gesamttrades sind 5, 10, 15, 20, 25, 29. 29 Gesamttrades. Okay, 29 mal die 5. Einsatz ist gleich insgesamt 145 Euro. Und dann natürlich, nein, das stimmt nicht. Die 145 sind natürlich der Einsatz. Das habe ich hier falsch gemacht. Das muss weg und hier kommt der Umsatz hin. Und jetzt natürlich die, wie viel im Gewinn? 10, 20, 24 Trades im Gewinn, sprich 24 mal die 8,50 Euro ist gleich 204. Und jetzt natürlich das Interessante, der Reingewinn, was übrig bleibt. Sprich 204 minus die 145 ist gleich ein Gesamtgewinn von knapp 60 Euro, 59 Euro, was übrig bleibt. Innerhalb dieser 20 Minuten mit dieser langen Wartepause hier noch. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ich habe mich nicht irgendwo verzählt, aber ich denke, es müsste alles so passen. 24 Trades, beziehungsweise nein, 29 Trades und von den 29 5 im Minus. Gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Macht's gut. Ciao.